Die Bachstraße im Fokus des Dorfbesens. Das ist die Dorfzeitung von Oberweis. Marlies Eberts sammelt Fakten. Seit 10 Jahren ehrenamtlich. Ein wichtiger Informant, Altbürgermeister Erwin Schmidt. Ja, die haben zusammengehört. Die Bachstraße hat ihren Namen vom Mühlbach, der einst am Straßenrand entlang rauschte. Der war die Lebensader des Dorfes. Das Vieh wurde getränkt, die Kinder haben drin gespielt, sind auch mal reingefallen. Das heißt, es hat kein Kind in der Bachstraße gewohnt, was nicht einmal in den Bach gefallen ist. Etwa 1,5 Meter Breite. So breit? 1,5 Meter? Aber wohin ist er verschwunden, der Bach? 1953 wurde hier die Bachstraße als erste Straße kanalisiert. Und im Rahmen dieser Bauarbeiten hat man den bis dahin offenen Bach hat man auch verrohrt. Verrohrt? Dann müsste es doch unter der Straße gluckern und rauschen. Ist aber nichts zu hören. Elena Fuchs weiß es nicht, obwohl sie schon über 80 ist. Aber sie lebt noch nicht allzu lange in der Bachstraße. Die gebürtige Hannoveranerin renoviert gerade das Haus Nummer 21, zusammen mit ihrem Freund. Ach, das ist gut, dass du es gefunden hast. Ja. Die beiden machen fast alle Arbeiten nach und nach selbst. Gerade ist wieder ein weiterer Raum an der Reihe. Ein Teil vom Haus ist schon ganz gemütlich. Das Know-how hat sich Elena Fuchs selbst beigebracht. Dann gucke ich mir immer auf YouTube diese kleinen Videos an und da kann man alles erfahren, was man wissen will. Sämtliche Techniken, ob vom Fliesenlegen über Anstreichen und Dachbodenausbau und was man braucht. Das ist sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob das jemals fertig wird. Vielleicht so 10, 15 Jahre oder so. Das nächste Projekt habe ich auch schon im Kopf. Dann gehe ich aber vorher ein paar Semester Kunstgeschichte oder Architektur studieren, damit ich ja noch eine gute Grundlage habe. Und dann wird das nächste Objekt noch viel schöner als dieses hier. Originelle Menschen gibt's in der Bachstraße. Und originelle Geschichten, wie die vom neuen Feuerwehrauto. Das hat die Oberweiser Löschtruppe vor einiger Zeit stolz in Empfang genommen. Aber beim Probeparken im Gerätehaus gab es lange Gesichter. Das neue Löschfahrzeug war ein bisschen zu lang. Und dann mussten wir uns halt eben überlegen, was wir machen. Hinten konnte man nicht die Mauer rausnehmen, also mussten wir vorne irgendwas anbauen. Und ja, dann haben wir halt eben unsere Holzmänner, die hier sind, also unsere Zimmerleute, gefragt, ob das geht. Und die haben dann das bejaht und dementsprechend wurde dann das Tor aufgedoppelt, dass es weiter nach vorne kommt, sodass wir das Fahrzeug halt eben mit ein bisschen Luft von 5-6 Zentimetern dann doch in die Garage reinbekommen haben. Und die steht jetzt ein Stück weit auf dem Bürgersteig der Bachstraße, was aber hier niemanden wirklich stört. Aus dem Haus Nummer 19 klingt die Hymne der Bachstraße. Die drei Schwestern Margot, Doris und Marion sind mit Musik aufgewachsen. Schon Großvater und Vater standen auf der Bühne. Seit 18 Jahren setzen sie die Tradition fort. Mit dem Bachstraßenecho. Im Bachstraßenlied besingen sie in eifeler Mundart ihre Straße. Aber wohin der Bach verschwunden ist, das steht nicht im Text. Also ich kenne den Bach aus der Bachstraße auch nicht mehr. Unser Vater, der kennt sicherlich den Bach noch. Also seit ich hier wohne, ist die Bachstraße ohne Bach. An ihrem unteren Ende weitet sich die Bachstraße zu einem kleinen Platz. Dort stehen ihre schönsten Häuser. Das alte Pfarrhaus und gleich gegenüber das Haus der Familie Karpen. Wolfgang Karpen ist Bauingenieur. Seine Leidenschaft ist die Restaurierung alter Eifelhäuser. Dafür wurde er 2015 mit einem Architekturpreis geehrt. Bei der Sanierung geht er fast archäologisch vor. Man weiß, wenn man schon in die Häuser reinkommt, auch wenn viel umgebaut wurde, wo die alten Schätze waren, sprich die alte Feuerstelle, man nennt das auch Takenanlage,
der alte Huischten, praktisch der offene Rauchabzug. Und wenn man dann die alten Sachen nochmal findet und sie sind eben noch erhaltbar, dann ist das immer eine besondere Freude, die wieder in den Vordermann zu bringen und wieder sichtbar zu machen. Das macht auch dann das Haus eigentlich aus. Bestes Beispiel ist sein eigenes Haus, das von 1762 stammt. Das Ensemble an Milchsplatz, dem Mühlenplatz, möchte Wolfgang Kapen mit der Sanierung des Hauses vollenden, in dem früher der Müller lebte. Er hofft, den heruntergekommenen Bau bald kaufen zu können. Und Dorfreporterin Marlies Ewerts hofft, von dem Bauingenieur etwas über den verschwundenen Bach zu erfahren. Der sollte es doch eigentlich wissen. In den 50er Jahren wurde die Mühle hier stillgelegt, ja. Und dann wurde dem Bach oben am Wehr Saft abgedreht. Seitdem existiert der Bach nicht mehr. Schade drum. Hahn zugedreht, Bach weg. So einfach ist das. Aber zumindest in dem Namen Bachstraße wird er in Oberweis noch lange fortleben.